Hier vor dem Strandbad Alte Donau gibt es noch keine erhitzten Gemüter aufgrund der Situation, dass man eventuell keinen Platz mehr ergattern könnte. Aber es gibt definitiv Breaking News in Sachen Ticketverkauf, denn mittlerweile ist die Bäderampel hier für Strandbad Alte Donau nicht mehr auf grün. Das heißt, es wird jetzt schon langsam knapp. Auskunft darüber geben wird uns Badebetriebsmeister Peter Davidek in Kürze. Aber eines wollte ich noch erwähnen, denn das Strandbad Alte Donau, das feiert im kommenden Jahr das 40-jährige Jubiläum. Aber ich bin mir ziemlich sicher, aufgrund der außergewöhnlichen und herausfordernden Corona-Situation wird das 39. Jahr, also dieses Jubiläum, definitiv länger im Kopf bleiben. Nun aber zu Badebetriebsmeister Peter Davidek. Er wird uns genau aufklären. Schönen guten Morgen. Danke, dass wir wieder da sein dürfen. Es ist schon ziemlich viel los hier vom Strandbad Alte Donau und bei Ihnen im Hintergrund, da sehen wir auch bereits die blaue Fahne auf Halbmast. Was bedeutet denn das genau? Also wir haben jetzt die blaue Fahne auf Halbmast. Wir sind bei 80% Auslastung. Also die Ampel ist auf Gelb. Wir haben jetzt momentan 2100 Besucher im Bad drinnen. Und das um diese Uhrzeit schon. Das heißt, man hat ja damit gerechnet, gegen die Mittagszeit spätestens um eins, da wird die Ampel dann auf Rot sein. Das dürfte heute wohl doch um einiges schneller gehen. Also es werden ungefähr zwischen 11:30 und 12 werden wir sicher auf Rot sein und wir werden sicher voll sein. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie ist denn das generell? Natürlich Temperaturen über 30 Grad, erhitzte Gemüter, dann kann es eventuell sein, dass man nicht rein darf. Wie ist es grundsätzlich so mit den Corona-Maßnahmen? Wie werden denn die von den Badegästen aufgefasst, dass man vielleicht gar nicht mehr rein darf sogar? Und grundsätzlich, wie regelt man denn das Ganze? Wie leicht ist es denn zu regeln? Es ist momentan nicht leicht, diese Corona-Maßnahmen durchzusetzen, aber wenn man den Badegästen Informationen geben kann, im Ausweichen kann auf andere Bäder, wo nur Platz ist oder daneben auf der öffentlichen Liegewiese oder sie können eine Zeit warten, bis wieder Platz ist. Gibt es da eigentlich viel Verständnis, viel Einsicht seitens der zahlreichen Badehungrigen, die hierher kommen? Ich sage 99% sind sehr diszipliniert. Es gibt immer welche, was glauben, sie müssen rein. Aber da haben wir gesagt, na, wir sind voll. Wenn es wieder möglich ist, lassen wir die Badegäste wieder hinein. Herr Davidek, Sie als Badebetriebsmeister, Sie haben ja hier wirklich alles gut im Griff. Das sieht man auch. Sie selbst stehen schon, ich glaube, seit 8 Uhr oder 9 Uhr hier selbst vor den Toren vom Strandbad Alte Donau und schauen, dass alles geregelt zugeht. Grundsätzlich mit den Mitarbeitern sieht man auch, alle haben noch ein Lächeln im Gesicht, obwohl sie wahrscheinlich selbst gerne ins Wasser springen würden. Wie würden Sie bisher Bilanz ziehen über diesen herausfordernden Corona-Sommer? Also wir können uns nicht beklagen. Also im Strandbad Alte Donau sind auch die Besucher sehr gut, auch heuer. Wir haben ab und zu ein paar Regentage dazwischen gehabt für die Erholung ein bisschen, dass wir auch andere Arbeiten machen können. Und jetzt durch die nächste Hitzewelle sind wir gerüstet. Auch die Mitarbeiter sind motiviert, den ganzen Ablauf über die Bühne zu bekommen. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen unterhalten und unser Kameramann Julia Erhardt hat etwas ganz Besonderes herausgefunden. Und zwar hier bei der Alten Donau kann man ja sozusagen auch ins Bad rein schwimmen. Das heißt, es würde auch noch einen anderen Zugang geben. Wie regelt man denn das, dass man dann wirklich nicht, sagen wir mal, ungebetene Gäste hier hat? Also bei uns gibt es eine Badaufsicht, was auch darauf achten tut, dass nicht von außen ins Bad hineinschwimmen kann. Sobald er hineinschwimmt, wieder heraus, dass er wieder diesen Bereich wieder verlassen soll. Und wie oft kommt das vor? Trauen sich das einige? Gar nicht. Fast gar keine. Ab und zu haben wir jetzt einen oder zwei erwischt, wo man gesagt hat, bitte, Sie müssen wieder raus, weil das ein abgesperrter Bereich ist, wo eben diese Badegäste drinnen sind. Und man muss immer darauf achten, dass da nicht irgendwelche Wildschwimmer hineinkommen. Wir möchten jetzt auch noch kurz einen Schwenk machen bzw. ein bisschen herzeigen, wie viel schon los ist. Also man sieht, es kommt immer wieder schubweise mit dem Bäderbus bzw. auch mit dem Bus von der U6, die sich einige hundert Meter hier entfernt befindet. Manche haben eben bereits die Vorverkaufstickets, manche, die müssen sich erst hier Tickets kaufen. Und eines, das auch wirklich hier immer wieder eine Herausforderung darstellt, ist die Koordinierung, obwohl es
Bodenmarkierungen gibt, mit dem Fahrradweg. Der befindet sich nämlich hier direkt neben dem Bürgersteig. Und das ist gar nicht so einfach, Herr Davidek. Man muss eigentlich ständig schauen und kontrollieren, damit da nicht wirklich ein Zwischenfall dann auch noch passieren könnte. Darum stellen wir auch bei diesem Eingang, dass wir das Ganze koordinieren, dass die Badegäste auch auf diese Abgrenzung oder diese Markierungen stehen und nicht auf dem Fahrradweg stehen. Vielleicht können Sie uns auch noch ganz kurz erklären, was es mit den 1, 2, 3 Euro Tickets auf sich hat. Wer kommt jetzt für wie viel Geld rein? Also um 1 Euro sind die Kinder, 2 Euro sind die ermäßigten Senioren, also Saisonkabinenbesitzer, und die 3 Euro sind die normalen Erwachsenen. Also ziemlich günstig, wenn man denkt, auch für den höchsten Preis, also für 3 Euro ist es immer noch geringer, ich glaube, als eine Halbtageskarte zu Nicht-Corona-Zeiten. Ist das korrekt? Ist korrekt, ja. Wie viel zahlt man normalerweise für eine Tageskarte? 3,50. Es ist auch so, dass man bei Ihnen eine Ausweichmöglichkeit hat. Also das Bundesbad, das ist ja schon gesperrt. Das heißt, da kommen dann alle Leute zu Ihnen her. Aber was sind denn Ihre Ausweichmöglichkeiten? Womit kann man die Gäste vertrösten? Also meine Ausweichmöglichkeit ist eben das öffentliche Gelände neben uns, das ehemalige Arbeiterinnen-Strandbad. Oder Gänsehäufel oder Angelebad. Und das ist nicht zu verwechseln mit dem Strandbad Alte Donau, denn da muss ich mich noch mal korrigieren, da habe ich bereits den Fehler gemacht. Wir befinden uns vom Strandbad Alte Donau, nicht vom Arbeiterstrandbad, also nicht verwechseln. Mittlerweile geht es sich noch aus, aber wie bereits erwähnt, es juckt Herrn Davidek bereits in den Fingern. Bald ist es soweit, dann müssen Sie die blaue Fahne wahrscheinlich ganz nach oben geben. Richtig, und das wird ungefähr eine halbe Stunde noch dauern, dann sind wir sicher voll. Wahnsinn, also wirklich, der Hitzehammer, der schlägt zu an diesem Wochenende. Kaum zu glauben, Anfang August mit diesen Temperaturen, na, natürlich nicht. Also wir haben schon mit einem ordentlichen Sommer gerechnet, der ist nun endlich da. Wir können diese traumhaften Temperaturen genießen. Seien Sie bitte auch vorsichtig, immer etwas zu trinken mithaben, beziehungsweise ein schattiges Plätzchen aufsuchen, denn es kommt gar nicht so wenig vor, sagen wir jetzt mal, dass es auch zum Beispiel einen Hitzekollaps geben kann, aber da ist man natürlich auch hier bestens geschult. Wir sind auch bestens geschult, wir haben alle die Erste-Hilfe-Ausbildung. Wenn irgendwelche Kleinigkeiten sind, Bienenstich, Kreislaufkollaps, gibt es eben zuckerhaltige Getränke, wo man diesen Kreislauf wieder in Schwung bringt.